Hallo Leute, hallo YouTube. So, schauen wir mal, ob Mariechen tatsächlich die Welt regiert. Nicht reagiert, sondern regiert. So, die hat 5 Fragen gestellt. Ich habe sie mir extra aufgeschrieben, damit ich keine Fehler mache. Ja? Also, wie läuft deine Therapie? Meine Therapie hat begonnen. Am 9. November 1978 hat sie begonnen. Also der 9.11.1978 war der Beginn meiner Therapie. Sie läuft bis heute. Ja? Sie läuft bis heute. Vielleicht läuft sie noch weiter. Frage beantwortet? Ich hoffe doch mal. So, nächste Frage. Was war zuerst da? Herr Tutorial oder das Geld? Na, ganz einfach. Damals gab es Krösos, der hat gesagt, hier haben wir Herr Tutorial und hier haben wir das Geld. Leute, was wollt ihr? 75%? Die Leute damals wollten Geld. Später dann, als YouTube erfunden wurde, auf einmal wollten mehr Leute mehr Tutorial haben. Und dann wieder mehr Geld, dann wieder mehr Tutorial. Also, mehr Tutorial und das Geld ist sozusagen ein und dieselbe Sache. Ja? Die beiden sind aus demselben Holz geschnitzt. Beide wurden erfunden von Krösos. Nächste Frage. Verkleiden sich die GIZ-Menschen als Zeugen Jehovas? Da könnt ihr sagen, ich sage mal, alle verkleiden sich zu allem. Also ich sag mal, heutzutage sind da vorne, die da vorne stehen, alle gleich irgendwie. Aber solche Leute, naja, man hört es ja schon, wenn die von der GIZ sind, die sind meistens mehr so grimmig. Und die Zeugen Jehovas sind meistens sehr freundlich. Also an der Verkleidung kann man sie nicht erkennen. Mehr an der Mimik und so. Oder wie sie sprechen. Ja? Okay, nächste Frage. Ein Synonym für ein Synonym. Oder ein anderes Wort für Synonym. Naja, Synonym heißt ja nichts anderes als Wort für. Eigentlich ist es eine schöne Scherzfrage, weil ja Synonym heißt ja nichts anderes als ein Wort für. Sozusagen oder auch mit anderen Worten, ne? Ja. Ne? Sozusagen oder auch mit anderen Worten. Ich hoffe, die Frage habe ich jetzt beantwortet. Und wenn nicht, guckt einfach im Lexikon nach. Oder gar nicht. Nächste Frage. Nächste, letzte Frage. Was ist abseits? Ganz einfach. Jetzt bin ich abseits. Abgetaucht, abseits. Abseits hat nichts mit Jenseits zu tun. Aber wenn man im Jenseits ist, ist man eigentlich auch abseits. Ja, es wurde nichts erzählt von der Fußball-Abseitsregel. Von Abseitsregel stand da nichts im Wort, nur abseits. Abseits heißt im Grunde nicht mehr dazugehörig. Ja? Und wenn ihr das mehr wissen wollt, dann schlagt es im Lexikon nach. Ich hoffe, ich konnte die Fragen zum Allgemeinwohl, zur Allgemeinbildung wieder beitragen. Und wenn nicht, tja, fragt doch mal das Internet. Gut, das war's schon mal von mir hier. Mir fallen jetzt keine Fragen mehr ein, denn diese Fragen hier, diese 5 Fragen waren so schwer. Da muss ich meinen ganzen Kopf rauchen, der raucht jetzt noch. Also die Fragen von Mariechen sind immer so schwer. Also da muss man schon, wie sie schon gesagt hat, ein Mindest-IQ von 100 haben, damit man die Fragen überhaupt versteht. Ja? Also, in dem Sinne, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Und es heißt, einen schönen Tag noch.